Sandy Mändli, wie ist die Stimmung im Team vom Wintermeister kurz vor dem Rückrundenstart? Ja, eigentlich gut. Also, wir sind alle spannend auf der Rückrunde und haben auch acht gearbeitet bis jetzt, für eine gute Zurückrunde zu machen. Und wir sind auch gespannt auf das erste Spiel. Die Runde ist ja perfekt gelaufen mit 10 Spielen, 10 Siegen, 43 zu 5 Goal. Da sind die Stärken vor und hinter und überall. Ja, also es ist schon gut gelaufen und mir ist es nicht das so vorgestellt eigentlich. Aber es ist schön so und sicher wird es schwierig, das Gleiche zu machen in der Rückrunde. Jetzt die Mannschaft wird bereit sein auf uns und ja, probieren uns das Beste zu machen. Ja, sie sind auch ein bisschen gefahren. Ich meine, es ist nicht schlecht. Es sind 6 Punkte Vorsprung auf Basel und 9 Punkte auf Zürich. Ist man da so ein bisschen, hat man Angst, wenn man da gejagt ist? Oder findet man, man hat mal Vorsprung und kann mit breiter Brust in der Rückrunde starten? Ja, es ist immer so, wenn du vorne bist, dann hast du schon ein bisschen mehr Druck. Und die Mannschaft wird sowieso immer alles geben, um dich zu schlagen. Und es wird immer schwieriger, jedes Spiel. Und wir müssen uns bereit machen. Für morgen das erste Spiel auswärts Lugano. Wie geht ihr das an? Ja, ein schwieriges Spiel, wo eben zuerst die lange Reise und wir wissen, dass es in Lugano nie so einfach ist. Die sind immer bissig und hart und es wird nicht so ein einfacher Lauf sein. Sandy Mändli, herzlichen Dank und gute Rückrunde. Merci vielmals.